In der Hundheimer Ortsmitte herrscht in diesen Tagen reger Betrieb. Bulldogs und Gabelstapler fahren auf und ab. Ein Zelt wird aufgebaut. Vorbereitungen für einen Weinstand und die Aufstellung der Bar werden getroffen. Jeder Handgriff sitzt. Die Helfer, insgesamt werden es rund 200 sein, haben Erfahrung. Es handelt sich um die Vorbereitungen der Kirmes. Gemeinsam mit der Kirmes richtet der Hundemer Karnevalsverein das Jubiläumswochenende zum 33-jährigen Bestehen aus. Geplant ist vor allem ein Festumzug mit 34 Wagen und Fußgruppen über die Balduinstraße bis zur Ortsmitte. Ist Sommerkarneval anders als in der fünften Jahreszeit? Ein bisschen schon, findet Sitzungspräsident Andreas Krämer. Was die Zuschauer allerdings erwartet, deutet er nur an. Also ich denke mir, dass eventuell einige Gruppen Wasser ins Spiel setzen. Das heißt, den Leuten am Wegesrand einfach eine kleine Erfrischung mit Wasser auf den Weg mitgeben. Grund genug für die Zuschauer gespannt zu sein. Doch auch die Karnevalisten selbst freuen sich auf das Wochenende. Der Vorsitzende Horst Bernhard hat bereits einen bestimmten Programmpunkt im Auge. Ja, ich freue mich aufs Männerballett, weil ich selber mitmache und weil viele Männerballette da sind. Und da wollen wir den Leuten einfach mal zeigen, dass die Männerballette auch gut tanzen können und dass sie gute Stimmung machen können und dass sie einen schönen Abend haben. Bis dahin haben die Helfer allerdings noch alle Hände voll zu tun. Sie verbleiben mit einem dreifachen